Auszeit genommen vom Schweriner SC. Schweriner Trainer scheinbar noch nicht fertig mit der Ansage an seine Mädchen. Nach der technischen Auszeit hat es auch nur zu einem Punkt gereicht, aber zu mehreren auf Seiten von Hamburg. Da mit der Angabe jetzt. Und der Block angeschlagen von Kaufeld. 18:15. Kaufeld auch mit der Angabe jetzt. Und erneut zu weit. 18:16. Damen Pokal mit der Angabe jetzt. Und das war gut gespielt von Anja Brandt. Lässt Ellen Herrmann da einfach stehen, schlägt den Ball cross. 19:16. Ah, da hat sie Glück, die Marie Frick, dass der Ball noch rüberkommt. Und Gumolka schlägt den Schweriner Block an. 19:17. Hermann mit der Sprungaufgabe. Nein, diesmal nicht. Aber Wedekind mit dem Block auf Hamburger Seite. 19:18. Sommer Ellen Herrmann. Wieder eine normale Angabe. Adlerova. Und der ist drin. Und der Punkt für Schwerin. Schwerin. 20:18. Alarova. Gumolka steht gut an. Und dann landet der Ball auch noch im Feld. Also klarer Punkt für Hamburg. Wedekind. Geht zur Angabe, es steht 20:19. Und Sosa bekommt den Ball nicht über das Netz und damit der Punkt für Schwerin 21:19. Anja Brandt. Das war, glaube ich, nicht ganz so geplant von den Hamburgern, aber der Block steht dafür sehr, sehr gut. Costa, Block 21:20. Gutsche ärgert sich da, meint, das kann doch nicht wahr sein, dass sie da schon wieder stehen. Aber das Spiel bleibt hier spannend. Gumolka mit der Angabe für Hamburg. Kurze Variante gespielt, aber da stand der Block. Sosa auch auf Schweriner Seite steht da der Block. Parisia Thormann. 22:20, Wechsel auf Hamburger Seite.
Jolanda Kellner kommt ins Spiel. Und dann Auszeit genommen auf Hamburger Seite. Und die Schmarrieder sind noch bei der Auszeitbesprechung, wenn die Hamburger sich nochmal als Mannschaft versammeln an der Linie und sich nochmal gegenseitig mitzusprechen. Was geht ja, Tormann? Mit der Angabe. Da waren sich uneinig auf Hamburger Seite. Können den Ball nur noch rübergeben. Für Schwerin die Möglichkeit, jetzt hier aufzubauen. Und Marie Flick. Flick auf Kaufeld. 23:20. Tormann. Jetzt der Punkt von Costa, 23:21. Costa jetzt mit der Angabe. Der Rubens Hamburg, der geht sogar noch ans Netz. Kaufeld kommt ein bisschen spät. Gutsche, den Ball auch nur übers Netz. Und da ist der Punkt von Alla Robber und jetzt steht die Halle auf. Matchball, Schwerin der Sportclub. Das wäre nicht nur die Entscheidung, diese Generalprobe zum Bundesliga-Start für den Schweriner SC. Es wäre auch die Entscheidung in diesem Turnier. Mit 3 Siegen und keiner Niederlage wäre der Schweriner SC nicht mehr einzuholen. Und Anna Robber bleibt am Block hängen. Wird die Schweriner den Ball nur noch rübergeben. Wieder der Block der Schweriner. Und diesmal können sie nicht mehr retten. Punkt für Hamburg. 24:22. Absolute Spannung hier. Und Costa mit dem direkten Punkt. 24:23. Und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Bisher konnten ja alle Mannschaften, die Matchbälle hatten, dann auch, beziehungsweise nicht nur Matchbälle, sondern auch Satzbälle hatten, diesen Satz auch für sich entscheiden. Aber hier ist es eng, der nächste Punkt muss es sein für Schwerin, ansonsten wird es hier richtig eng. Und jetzt nutzt auch der Hamburger Trainer die Auszeit voll hier aus. Jetzt ist sie um. Beide Mannschaften stehen noch im Kreis. Jetzt lösen sie sich auf. Und Costa mit dem Aufschlag. Die Halle steht und wollen jetzt den Punkt für Schwerin. Kaufeld, und da ist der Punkt. Der Schweriner SC gewinnt gegen Aurores Hamburg mit 3:1 und gewinnt damit das Turnier hier des DVR-Liga-Pokals Zwischenrunde in Schwerin und hat sich damit qualifiziert für das Finale in Suhl. Und wir sagen von hier aus herzlichen Glückwunsch
an die Handballmädchen des Schweriner Sportclubs. Die sich hier noch einmal bedanken bei den Zuschauern, die hier waren, für die Unterstützung und natürlich beim Fanblog, bei den Treuesten, sich nochmal abklatschen gehen. Sieg für den Schweriner SC gegen Aurus Hamburg. Mit 3:1. Ja, das Spiel ist vorbei. Schwerin hat 3:1 gewonnen gegen Aurubis Hamburg. Bei mir habe ich nur den Schweriner Trainer, Ture Alexandersson. Erstmal herzlichen Glückwunsch, nicht nur zum Sieg gegen Hamburg, sondern auch zum Turniersieg, was ja für das Finale berechtigt in Suhl. Und ja, enges Spiel. Auch die Generalprobe jetzt für das Spiel in Hamburg, was euer erstes Bundesligaspiel ist. Ja, selbstverständlich. Ja, wir sind sehr froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben und auch das gesamte Turnier. Das habe ich ganz ehrlich nicht erwartet mit den Spielern, die wir jetzt zur Verfügung haben. Wir haben sehr wenige Leute hier und ja, hat 6 Spielerinnen nicht dabei beide Tagen. Und ja, Riesenlob an die Mädels. Da hat wirklich die letzte Woche unglaublich hart im Training gearbeitet und auch ganz gut umgesetzt, was wir haben uns vorgenommen und trainiert. Und Das finde ich wirklich super. So, ja, Generalprobe für das erste Spiel. Klar, wir wissen jetzt, wie Hamburg sieht aus. Das ist ein riesen Vorteil. Aber klar, wir kriegen, wie gesagt, 6 neue Leute rein und mal schauen, wie unsere Mannschaft aussieht. Ja, mir ist aufgefallen während des Spiels, du nutzt deine Auszeiten wirklich bis zum letzten aus. Die Hamburger teilweise 20 Sekunden vor Ende der Auszeit fertig. Du hast bis zum letzten Sekunde noch geredet, auf deine Mädchen eingewirkt. Liegt das daran, dass es eben jetzt so wenig sind und du denen noch Mut zureden wolltest oder woran liegt das? Na, aber so ist es jetzt mal schon, aber ich könnte wahrscheinlich auch viel weniger reden ab und zu. So, ist nicht immer positiv. Aber so ist es nur. Ich glaube, die Spielerin ist mit das gewohnt. So, es ist kein Problem. Ja, wir brauchten 1-2 taktische Anweisungen unterwegs und ja, wir haben das gut gemacht. Ja, der Ligapokal ist nur noch relativ unbekannt. Wie wichtig, welchen Stellenwert nimmt das ein in der Mannschaftsplanung von Schwerin? Es ist wichtig im Sinne, dass wir lernen zu gewinnen, dass wir spielen hier in unserer eigenen Halle mit Zuschauern, weil wir haben viele neue Spielerinnen in unserer Mannschaft. So, wir haben nicht diese Premiere, Nerven oder Angst beim ersten Spieltag her. So ist es sehr wichtig, aber es ist Trainingsspiele. Und mehr sollte man auch das nicht große Wert legen, weißt du. Wir freuen uns, dass wir teilweise gut gespielt, besonders heute. Aber für mich ist das, was wir im Spiel zeigen, mehr wichtig als das Ergebnis. Ja, also mehr ein Vorbereitungsturnier. Wie weit steckt man in der Vorbereitung? Wir fragen vorher bei anderen Sportarten immer, wie lange ist die Vorbereitung gelaufen? Seit wann seid ihr in der Vorbereitung? Wir haben am Anfang August angefangen mit physischem Aufbau und unser Balltraining ist so ungefähr ab 15. August angefangen. So, wir sind eine ganze Weile her. Ja, ihr seid eine ganze Weile im Training, also es ist hartes Brot als Volleyballer. Und los geht's dann für euch am 14.11. in Hamburg? 24. 24.11. in Hamburg und dann zu Hause hier gegen wen? Ja, wir spielen dann den 27. zu Hause gegen Stuttgart im Pokal. So, das ist unser erstes Heimspiel und dann möchten wir die Halle her proppevoll. Also der DVV-Pokal ist ein weit höherer Stellenwert dann auch. Möchte Schwerin möglichst weit kommen? Wir möchten sehr gerne nach Halle, wann das ist möglich. Dort haben wir zweimal früher gespielt, 2006 und 2007 für 11.000 und 10.000 Zuschauer. Das tun wir sehr gerne nochmal. Ja, dann wünschen wir dabei viel Glück für die weitere Saison, auch für das Turnier in Suhl, falls auch wenn das eher ein Vorbereitungsturnier ist. Und dann sehen wir uns wieder spätestens beim ersten Heimspiel hier gegen Stuttgart. Und bis dahin wünschen wir viel Glück mit dem Schweriner SC. Danke, danke.